Ja, hallo und willkommen hier zur 14. Folge City Skylines 2 auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier so ein bisschen weitergebaut. Wir haben hier ein paar Gebäude noch gebaut. Wir haben eine neue Anschlussstelle gebaut. Wir haben hier ja, uns so ein bisschen breit gemacht und wir haben hier hinten ein neues Industriegebiet vorangetrieben. Jetzt wollen wir die Folge mal nutzen und hier so ein bisschen ja, wieder dafür zu sorgen, dass hier die ganzen Stadtdienstleistungen funktionieren, weil wir haben auf jeden Fall bei der Post ein großes Problem. Da ist auf jeden Fall Bedarf. Da hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt schon mal so ein bisschen nebenher, so ein bisschen schon mal angefangen zu machen. Wir werden aber, glaube ich, hier ein großes Verteilzentrum machen. Kapazität. Einfach damit hier auch mal so ein bisschen jetzt. Ja, das ist natürlich scheiße, dass das jetzt hier nirgendwo hinpasst, wo ich das gerne hätte. Das ist jetzt blöd. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach hier die Zugstrecke ein kleines bisschen um. Bauen hier das Postzentrum erstmal hin. So, dann haben wir jetzt hier nämlich ein großes Postverteilzentrum. Ich hoffe, dass das mittlerweile auch funktioniert. Das wäre ein bisschen schade, wenn nicht. Aber ich bin relativ guter Dinge. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir warten jetzt hier mal ab, ob hier die Autos dann noch rausfahren. Wir werden auf jeden Fall noch ein Postamt hier hinsetzen. So, damit das auch funktioniert. Du kriegst noch mal eine Garagenerweiterung. So, als nächstes brauchen wir das Internet. Das Internet, da brauchen wir die Serverfarm. Die würde ich sagen, setzen wir einfach mal hier hin. Dann ist das hier nämlich alles schon mal sehr, sehr gut abgedeckt. Hier oben sieht es schon ein bisschen kritischer aus. Da können wir sogar schon überlegen, die aufzuwerten. Ich trotzdem nicht krass. So, ja, das passt. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch einfach nochmal einen großen Turm hin. Objekte. Achso. So. Damit das funktioniert und ihr hier hinten kriegt nochmal einen kleinen Turm. So. Ist hier mittlerweile eine Firma drin? Ja, sehr schön. Siehst du, apropos, haben wir hier noch andere Gebäude schon, die wir wieder bauen können? Ja, haben wir. Industriemäßig noch nicht. Es kommt auf jeden Fall. Aber büromäßig schon mal. Interesse an Entwicklung. Ja, na, auf jeden Fall bauen wir das hier hin. Ist nur die Frage, wo? Aber ich würde sagen, wo setzen wir das hin? Kommt es ja dahin. So, wie sieht es hier aus? Das kommt hier in die Region. So, das würde ich hier irgendwo in die Stadt setzen. So. Dann sieht das so erstmal schon mal wieder deutlich besser aus und wir kommen auch so langsam aber sicher voran. So, jetzt sehe ich gerade, haben wir hier nicht genügend Strom? Warum haben wir nicht genügend Strom? Okay, das ist kein Problem. Dann bauen wir hier einfach noch ein Trafo hin. Dann setzen wir mal dahin, die Umleitstation. Umleitstation, sag ich schon. Die Reduzierstation. Wo ist denn unser Kabel? So, dann kann der Strom hier aufgeteilt werden und dann fast funktioniert das auch wieder. Kann ja nicht sein, dass hier unsere Industrie keinen Strom hat. Wir müssen auch auf jeden Fall gucken, wir brauchen jetzt Einwohner, weil wir haben nur noch eine Arbeitslosigkeit von 0,7%. Wir sind also so ein bisschen hinterher. Wir müssen aber mal gucken, produktionstechnisch, da müssen wir auch so langsam mal ein bisschen aufholen. Aber auch das sollte unterm Strich kein Problem sein. So, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal hier noch. So, und hier setzen wir jetzt die mittleren Gebäude hin. Für weniger Arbeitslosigkeit. Und dann kommen hier nochmal
Die hin und hier sitzen wir. Die hin. Gut, so, dann würde ich einfach mal noch dazu sagen, können wir hier die Auffahrt ausbauen. So. Dann können die nämlich hier vernünftig auffahren. Dann machen wir hier nochmal eine Spur zusätzlich hin. Dass ihr natürlich auch dahin fahren könnt. Dann könnt ihr hier nämlich zweispurig abbiegen. Und dann würde ich sagen, machen wir euch mal Spurverbindung. Mal bitte dahin. So. Perfekt, dann machen wir das mal. Ne, wir machen das ganz anders. Wir machen hier dreispurig. So. Und jetzt eine Spurverbindung. Nein! Oh nein! Scheiße. Stopp! Oh. Spurverbindungswerkzeug. So, du da, du da, du da. Du da, genau. Und du da nicht mehr. So. Und jetzt könnte es super laufen hier. Ah, wie sieht es jetzt hier aus? Das passt auch. Das ist alles okay. Ja, es sieht auf jeden Fall ein kleines bisschen besser mittlerweile aus. Ich bin relativ guter Dinge, dass wir hier das eventuell noch hinbekommen. So, ansonsten würde ich sagen, schauen wir vielleicht so ein bisschen nach dem ÖPNV. Der wird auch nochmal wichtig sein. Und der ist halt immer noch so ein bisschen der Schwachpunkt unserer Stadt. Weil wir haben immer noch das Problem, dass wir einfach nicht genügend Leute hier haben. So, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir ÖPNV, ja. Haben wir schon ÖPNV? Also haben wir schon Busse? Ja, wir haben hier drüben, haben wir schon Busse, okay. Dann würde ich erstmal mal gucken, Busstation, wo haben wir die gebaut? Hier im Industriegebiet haben wir noch gar nichts. Irgendwo haben wir doch die Busstation gebaut. Da ist Tram, da ist Bus. Wie viele Busse hast du noch? 25, also 6 verwendet von 25. Okay, da können wir die auf jeden Fall nutzen. Dann würde ich einfach mal sagen, weil so viel ist hier eigentlich noch nicht. Das ist mit der Straßenbahn eigentlich alles gut abgedeckt. Müssten wir hier irgendwann nochmal eine Linie irgendwie erschaffen? Dazu würde ich sogar fast sagen, machen wir hier. Das mal einfach so. Ziehen die hier einfach mal so gerade durch. So. Dann könnte man nämlich hier dann auch eine Straßenbahn nochmal langfahren lassen. Also so vielleicht so in den Bereich hier. Na, das wäre auf jeden Fall noch eine gute Idee. Aber vorher bauen wir jetzt hier die Stadt weiter. Wir brauchen mehr Leute. Ist einfach so. Da kommen wir nicht drum herum. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal die bisschen Erweiterung wieder. So. Machen als erstes hier das Tool bitte. Machen das hier alles ein bisschen gerade. So. Und hier machen wir das dann so. Gut, war hier hinten kam irgendwo das fruchtbare Gebiet. Da hier in dem Bereich. Okay, und hier ist die Ölindustrie. Okay. Ja, die Ölindustrie müssen wir da jetzt einfach auch dann hinsetzen. Das hat dann einfach den Grund, dass wir leider einfach die Ressource brauchen. Ich hätte das natürlich auch gerne ein bisschen anders, aber da kommen wir jetzt einfach nicht drum herum. Wir bauen jetzt hier erstmal, nein, die ganz große Straße. Weiter.
So, und dann bauen wir jetzt hier das so. Gehen hier auf 10 Meter. Und bauen jetzt hier erstmal die Anschlussstelle wieder an eine vernünftige. So. Dann als nächstes einmal hier bitte aus, das aus. Ich finde das auch sehr spannend, dass die hier direkt lang fahren. Dann würde ich sogar fast sagen, bauen wir die hier erstmal direkt. Direkt schon aus. Bevor das dann hier direkt irgendwie überlastet wird. Das wollen wir nicht. So, dann einmal bitte die Ein- und Ausfädelungsspuren. Sehr gut. So, dann können die jetzt hier schon mal langfahren. Dann bauen wir jetzt hier die Ölindustrie hin. Damit wir wissen, wo die ist. Damit wir uns dann darauf einstellen können. Okay, da. Heißt, ich würde sagen, wir bauen hier die... Nein, die Strecke lang. So, dann geht hier bitte die erste von denen lang. So. Und hier machen wir einfach eine Gasse. So. Dann passt das. So, dann wäre jetzt der nächste Punkt die Geschichte hier. So, da machen wir hier auch eine Trennstraße. Und hier machen wir das Ganze dann mit dem Feldweg. So. So, gut, dann funktionieren die Sachen schon mal. Dann haben wir da jetzt die Produktion so ein bisschen erhöht. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass wir jetzt hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ölproduktion haben. Da sollte auch langsam dann der Überschuss kommen beim... Bei dem Gemüse genauso. Dann brauchen wir noch Getreide und wir brauchen Hühnchen. Das sollte aber auch kein Problem sein. Das machen wir auch direkt hier. Zumindest das Getreide. Ja, wir haben immer noch... Also, ich verstehe das nicht. Warum macht plötzlich hier auf der Karte mit Cities der Encoder schlapp? Ich kapiere es nicht. Das war die letzten Staffeln nicht und das war auch die letzten Aufnahmen nicht. Also es ist jetzt die letzte, also ich glaube bei der letzten war es auch ab und zu mal. Bei der vorletzten, davor war das nicht. Verstehe es nicht. Ja gut, ich würde jetzt einfach mal gucken, dass ich die... Qualität, also ich sage jetzt mal die Raten mal noch ein bisschen anpasse, dass ich noch mal ein bisschen probiere, dass einfach der Encoder hier nicht so ein bisschen doof macht. Ich vermute auch, dass sich das aufs Video auswirkt, weil ich habe jetzt hier drei hintereinander aufgenommen. Ihr müsst jetzt einfach mal gucken, wie sich das denn so auswirkt. Aber ich gehe fest davon aus, dass es sich auswirkt. Das würde mich zumindest sehr wundern, wenn es nicht der Fall ist. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, dann hoffentlich wieder mit funktionierendem Encoder. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.